Herzlich willkommen zu einem neuen Video von John Gossens Daily DAX am heutigen Dienstag, dem 2. April 2024. Ja, die Osterpause ist vorüber und das zweite Quartal ist gestartet. Und das gleich mit einem, ja, durchaus etwas kräftigeren Dämpfer, wenn wir uns anschauen, wo der Leitindex eben heute in der Spitze schon notierte und wo er eben dann aus dem Handel gegangen war. Also fast schon wieder auf dem Weg Richtung 18.6 und schloss, beziehungsweise man befindet sich aktuell unterhalb von 18.300 Punkten. Ist das jedoch entsprechend jetzt schon ein großes Warnzeichen? Nun ja, da müssen wir noch uns ein wenig gedulden, denn das Ganze ist hier noch nicht so gekippt, dass man eben daraus ein Warnzeichen ableiten kann. Wenn dieser Trend bricht, ja, dann könnte eben zunächst einmal tatsächlich ein weiterer Rutsch Richtung 18.000 oder auch 17.800 Punkte die Folge sein. Beachten Sie aber definitiv diesen Aufwärtstrend, der ist derzeit sehr ausschlaggebend. Dann bei der Aktie von Zalando ging es heute auch deutlich nach unten. Rückblickend eben, die Aktie sehr, sehr stark gelaufen, sie sich war sehr bullig. 50% Chance hatte ich für die Aktie letztendlich ausgeschrieben, kam schneller als erwartet zustande. Nachdem das Ziel erreicht ist, kippt jetzt ein bisschen die Stimmung. Also da passt es von der charttechnischen Konstellation wirklich hervorragend. Und jetzt an dem horizontalen Kurswiderstand inklusive eines massiv überkauften Marktstatus beginnt die Aktie zu kippen. Und das könnte vor allem mit Hinblick auf das zweite Quartal dazu führen, dass wir erst einmal einen sogenannten Pullback sehen auf die letzte wichtige Ausbruchszone, die gleichzeitig auch derzeit die 200-Tage-Linie umfasst. Warten wir es ab. Morgen geht's weiter mit einer neuen Ausgabe. Schalten Sie also wieder ein, wenn es wieder heißt John Gossens Daily DAX.